Ja, liebe Leute, oh, es ist Gefahrenvollzug. Die beiden Klauen scheinen im Pokémon-Labor zu sein. Und das machen wir jetzt als nächstes. Da schauen wir nochmal vorbei. Und ich hoffe, dass wir diesmal richtig landen. So, gucken wir mal, wo die Pokémon hier sind. Ah, okay. Let's go. Halt. Oh, jetzt können sie nichts mehr machen. Dafür sind wir viel zu berühmt. Unser Gespür sagt uns, dass die Fundsterne, die Wurst gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden. Und unser Gespür lügt nie. Diese Schätze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Händen des Pöbels zu überlassen. Also her damit, wird's weit. Was hat die Tatsache, dass sie sich für Berühmtheit mit den Wunschsternen zu tun? Ich kann mir nicht erklären, woher sie von den Wunschsternen im Labor wissen, aber werden sie ganz bestimmt nicht auserlegen. Ganz recht. Es ist offensichtlich, dass sie den wahren Wert der Wunschsterne nicht begreifen. Fuck, ich sollte sie die Finger von ihnen lassen. Ach du meine Güte, was haben wir jetzt natürlich, Brüderchen? Wirklich unfassbar, was wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Halt, wenn ihr noch jemand etwas erdulden müsst, dann wohl diese beiden Professorinnen. Hopp. Ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder Pokémon gegen ihn wild dann weg. Mit den rostigen Schild könnt ihr auch gleich mal herüberwachsen müssen. Oha, oha. Wir waren uns so sicher, dass wir Champ hier aufkreuzen würde. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben. Ich schätze, er hat seine vernichtende Niederlage gegen uns bereits vergessen und möchte erneut in Grund und Boden gestampft werden. Ah, ich. Hey, lass mich auch nicht von diesen zwei Clowns unterbuttern. Ganz meiner Meinung. Diese eine Jäger darf ich nicht so aus der Bahn werfen. Okay. Komm, zusammen machen wir das. Danke, Kiff, du hast recht. Dann lass uns die beiden Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. Pappnasen? Du wachst jetzt, um Pappnasen zu nehmen? Das ist der Gipfel der Unverschämtheit, mein lieber Bruder, einer froh. Wenn jetzt dieser Tag kommen würde, an dem wir uns derart vom Pöbel beleidigen müssen. Beleidigen lassen müssen. Ich teile dir dein Schmerz, Brüderchen. Als Vertreter unseres noblen Geschlechts dürfen wir diese Schmach keinesfalls erdulden. Diesmal haben wir mit unsere Kampfprobe-Pokémon mitgenommen. Dieses Kräftemessen wird auf einem anderen Niveau stattfinden. So. Ja, ein Doppelkampf gegen Schwerthold und Schildreich. So, der eine fängt mit dem Brawlton an, der andere fängt mit dem Brawlton an. Okay. Das trägt das nämlich wahrscheinlich als erstes versuchen rauszunehmen. Weil Brawlton ist auch eine Wucht, aber. Das kann mir persönlich ein bisschen mehr Ärger machen, deswegen nehme ich das einfach mal als erstes raus. Das war mit einem Loch. So, tschüss, check das. Du verschwindest jetzt erstmal. Und jetzt kommt der mit Duplex. Und dann pusht erstmal wieder die Verteidigung mit einem Lichtschild. So, dann nehme ich erstmal das Bronzong aus dem. Mal raus. Wird das auch noch irgendwie Ärger machen? Okay, das war klar, dass ich das irgendwie ein bisschen wegsteckt. Hat man nicht mehr gemacht, genau. Halbe Leben weg. Ach Gott. Das ist doch eine Kampfattacke. Diese Drohne. Das heißt. Trotzdem raus. Dann nehme ich das Duokest aus dem Kampf. Tschüss. Wir müssen mich nur über den Verteidigungsmodus, aber mit einem Volltreffer kann ich auch. Shit. Muss das irgendwie rausnehmen. Level 57 für Glurak. Und auf jeden Fall auch was mit dem Level ab. Ja, du wird dann scheiß. Was soll man denn so? Dann ist Warlock draußen. Das ist die einzig richtige Wahl, die Hells treffen wird. Tja, ey, Surio! So, dann nehme ich das. Zeige ich Surio mal raus. Gut, dann gibt es doch Feuerball und das Bronzer bitte raus. Oder so rum. Also, der Surio von Steinkante, das tut beim Glurak nämlich sehr, sehr weh. Auf der Folge ist 65 auf was mit Bella auf. Im nächsten Level ab. Ich muss eigentlich jetzt nur Spectras haben.
Ja. Die Frage ist, ob der andere noch eins. Klick, die Klack. Okay, das ist der Pokémon, das mir jetzt irgendwie groß Ärger macht. So, hier nehmen wir jetzt mal das Tic-Tac mit dem Luftschnitt raus. Wo ist wieder das Klick, die Klack jetzt mal weg? Ja, dann ist es gut. Tschüss. Level 58 für Glurak, 2 Level. Über den Luftschnitt. Und dieses Tic-Tac auch irgendwie schnell. Was? Überlebt's noch? Aber es kann. Ach, dann hat er doch ein Legion. Oh Gott, ey. So, tschüss mit Tic-Tac. Du nimmst wieder jetzt auf das Legios. Erwartet. Jetzt geht das raus, weil er immer gut. Ohne dass er so groß irgendwas getan hat, aber das wird auch sehr, sehr schmerzhaft werden. So, mach Feuerzahn. Diese Frage hat sich gerade nicht gut. Ich hab mir das nicht so groß. Das ist das Kamo noch. Was theoretisch noch was machen könnte. So. Und noch Feuerball. Wie was seht. Mein Luftschnitt. Und drauf und das war's. Und damit waren die zwei Clowns tatsächlich nicht so das große Problem. Bruder, eine äußerst unglückliche Situation. Bruderchen, das muss eine Lösung sein, findest du nicht? Geht doch, wir haben gewonnen. Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiß unseres Angesichts trainiert. Ha, euer kleiner Erfolg ist euch gegönnt. Da muss ich wieder runter, dass es zwei von euch gebraucht hat, um uns das Wasser zu reichen. Euch ist wohl gegangen, dass ihr auch zu zweit seid. Wenn ich jetzt endlich ein rostiges Schild zurückgeben und damit auf den Pokémon zu Dynamaximierung zu zwingen? Hey, darf ich kurz stellen? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Wie es scheint, war ihre Infiltration des Labors erfolgreich. Ja, davon, deswegen wussten sie auch über die Wunschsterne Bescheid. Die neue, vermeintlich neue Assistentin von Samia hat ihnen tatsächlich da so Informationen gestickt. Haben Sie die Wunschsterne? Ja, Meister Schildrich. Sie beide haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschsterne zu erbeuten. Nein. Oh, Moment. Was passiert hier gerade? Das können sie doch nicht tun. Man hat uns hintergangen. Die Rache ist so süß, dass ich mein Tier später ohne Zucker trinken kann. Unser Kampf war eben die zweite als eine kleine Ablenkung. Bis ihr bereits unser, bevor ihr eure Pokébälle auch nur in der Hand hattet. Das reinste Kinderspiel. In diesem Sinne, Ade. Halt, bleib doch hier. Warum haben sie das getan? Tut mir leid, Professor Sanir. Sie haben mich also von Anfang an belogen. Mir blieb keine andere Wahl. Nur so konnten wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Also wohl unserer königlichen Blutlinie. Oh nein. Die arme Sonja, verarscht worden ist sie. Mann. Ach, scheiße. Okay, was müssen wir als nächstes machen? Nach draußen gehen. Okay, das kann ich gut. Hey, wartet. Warum geht ihr einfach ohne Wort zu sagen? Ich hab dich doch eben angesprochen. Du warst da hinten mit Flynn beschäftigt. Naja, du sahst jetzt zerknirscht aus. Ich wollte ein bisschen Zeit geben, das alles zu verarbeiten. Natürlich bin ich zerknirscht. Schließlich ist es allein meine Schuld, dass wir so spektakulär ausgetrickst wurden. Ich kann nicht glauben, dass mich der Atap reinlegen müssen. Aber jetzt ist nicht die Zeit, den Kunstwald zu blasen. Also, das ist einfach sein. Schluss damit. Diese Typen haben eine riesige Menge Wunschsterne mitgehen lassen. Ich will gar nicht daran denken, was sie damit alles Furchtbares anstellen könnten. Wie ihr seht, habe ich absolut keine Zeit für einen Durchhänger. Sanir? Hehe, du bist echt hart am Nehmen. Es macht mich stolz, wie du so in einer Krisensituation einen kühlen Kopf bewahrst. Danke, Oma. Normalerweise braucht es ein starkes Vertrauen zu den Trainer und Pokémon, um die wahre Kraft des Dynamax-Phänomens zu entfesseln. Aber es wäre gut möglich, dass die Leute die Gala-Partikel in den Wunschern verwenden, um diese Bedingungen zu umgehen und so eine Dynamaximierung der Pokémon zu erzwingen. Das ist ja nicht schön.
auf den Tresor und Champs ist eben verlassen. Wie gut kommuniziert. Jetzt, wo wir zu viele Wunschsterne in die Finger bekommen haben, ist er damit recht, dass sich die Lage erheblich verschlimmert. Aber sie hoffen sich davon, Pokémon zu einem Experiment zu zwingen. Ja, diese Typen haben doch davon etwas gefaselt, dass sie die wahre Natur von Zack und Zentrum zum Vorstand bringen wollen. Das würde ich auch gerne wissen, was das alles mit der königlichen Blutlinie zu tun hat, die ich meine ehemalige Assistentin erwähnt hat. Andererseits, vielleicht muss ich gar nicht rätseln, dass es genau das, wie noch es klingt. Ich kämpfe mal einen Blick auf deine Karte schnell. Wieso schlagen die Direktoren gleich in 4 Stadien gleichzeitig aus? Wir müssen umgehen handeln. Baby, diesmal können sie wirklich in Gefahr sein. Aber brauche ich jetzt Zweifel, gibt es auch keine Stadien mit Neckspelle. Du machst dir mal wieder unnötige Sorgen. Hey, jetzt wo du sagst. Kämpfe, okay, wir können es nicht verlieren. Wir müssen sofort los und den Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich euch bei den Dynamics Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmern euch um sie. Ich versuche derweil herauszufinden, wo sich diese 2 Clowns herumfallen. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge. Rette die 4 Stadion. Was machen wir dann? Bis dann. Tschüss.